Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute in München im Motel One in Schwabing Parkstadt. Aber warum? Nämlich ein neues Handy ist auf den Markt gekommen und ich werde es für euch einfach mal testen. Also dranbleiben. Guten Abend zu Blade Tonight. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist der kleine Star des Abends. Zusammen mit uns allen wird es ein Abend rund um dieses Modell. Das ist das ZTE Blade V9 und ihr befindet euch auf dem ersten Event von insgesamt drei Events zur Markteinführung des ZTE Blade V9, einem Überraschungsphone. Warum genau es überraschend ist, dazu kommen wir heute Abend noch. Ihr werdet es selber testen können, ausprobieren können draußen, wenn die Sonne so ein bisschen über den Dächern von München untergeht und bei verschiedenen Challenges, Tests, wo das ZTE Blade V9 gegen verschiedene Wettbewerber antritt. Hier ist das neue ZTE Blade V9 und wir machen jetzt hier einfach mal in der Runde hier so einen kleinen Praxistest, wie es denn beim Sonnenuntergang so die Fotos sind. Also schauen wir einfach mal nach. Schaut mal her, wie krass der Unterschied hier ist von den zwei verschiedenen Hemden. Hier ist es total pixelig und hier ist es ganz klar. Also ich würde mal sagen, hier im Bildmodus definitiv schon mal ein Gewinner in Sicht. Auf dem ersten Platz hat es mich nicht gewundert. Ich habe mir das Handy schon vorher mal ein bisschen genauer angeguckt und dachte, das ist ein absolut sexy insgesamt. Etwas abgeschlagen, das Huawei P Smart und deutlicher abgeschlagen auf Platz 4, Nokia 6. Und als letzter Motorola G5S Plus. Also, man sieht an dem Ranking, es ist schon Spielraum in dieser Preisklasse. Das ZTE ist nicht so weit weg vom Samsung und hält die Konkurrenz ganz gut auf Abstand, zu dem Preis sehr spannend. Das Event war ja schon mal der Hammer, das Handy hat auch richtig gut gepunktet. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Handy im Detail, also kleines Unboxing für euch. So, jetzt haben wir unser ZTE Blade V9 einfach mal zu Hause. So, hier haben wir jetzt einfach mal die gesamte Verpackung. Hier drin haben wir also hier zum Öffnen für die SIM-Karte und die gesamte Gebrauchsanweisung. Und was ich auch noch sehr, sehr toll finde, ist es auch automatisch eine Hülle mit dabei. Also ihr müsst nicht noch extra eine Hülle kaufen, sondern hier wird automatisch gleich eine mitgeliefert. Mit dabei ist auch ein Ladekabel mit Stecker und Kopfhörer. Zum Telefon selbst haben wir jetzt ein komplettes Display, wo keine Tasten, keine Home-Buttons, nichts zu sehen ist, was schon mal wirklich volle Arbeitsfläche bietet. Ihr seht, der Bildschirm ist auch ranfüllen. Wir haben unten einen kleinen schwarzen Rand und oben einen kleinen schwarzen Rand. Auf der Rückseite seht ihr den schönen Schliff, das heißt, wenn man es ins Licht hält, dann hat man so einen schönen Relief. Sehr, sehr schön gemacht, sehr hochwertig. Auch hier oben. Hierhin haben wir unseren Fingerabdruckscanner, das heißt, hier wird das Telefon entsperrt und deswegen haben wir vorne auch eben einen freien Bildschirm. Auf dem Event selbst haben wir ganz, ganz viele Bilder gemacht, die alle wirklich Hammer geworden sind. Wunderschönes Licht, wunderschöne Schärfe, tolle Farben. Also ich bin echt begeistert und kann echt sagen, das kann mit den Großen mithalten. Ne? Hat mir mega Spaß gemacht und es ist auch super leicht. Also bin echt überrascht. Am besten ist, ihr holt euch das Telefon einfach mal, testet es zu Hause, weil das muss man einfach mal in der Hand haben und einfach mal ausprobieren. Also klickt einfach mal unten auf den Link. Ihr könnt es euch einfach mal zum Testen mal bestellen und dann seid ihr wahrscheinlich genauso begeistert wie ich. Das muss man in der Hand haben. Das ist ganz schwer, hier übers Video euch zu erklären, weil man wirklich das in der Hand halten muss und auch die Bilder und Videos sehen muss. Also wer viel Fotos und Videos machen möchte, für den ist dieses Telefon ideal. Als iPhone-Fan und Apple-Jünger habe ich mir am Anfang gedacht, schaust du überhaupt auf das Event vorbei? Bist du überhaupt der Richtige, der bei so einer Blind-Challenge mitmachen sollte? Und ich bin froh, dass ich neugierig gewesen bin, denn ich bin begeistert. Begeistert deswegen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach gigantisch ist. Alleine wenn ich mir überlege, wie viel Geld wir jeden Monat bezahlen mit unseren Handyverträgen, um das Handy abzuzahlen, plus nochmal die einmalige Zahlung. Also ganz ehrlich, bei den meisten ist die einmalige Zahlung höher, als was das Handy neu kostet. Also das ist schon mal der Hammer. Foto-Videoqualität besser als so einige iPhones und Mitbewerber und in der Preisklasse definitive Testsieger auch in der Blind Challenge.
Ich bin der totale Fan davon und wenn du noch ein Telefon suchst für dich, für deine Kinder oder als Zweitelefon oder auch als Ersatz als neues, ist es der Hammer. Schau unten in die Infobox, ich verlinke es dir einfach mal. Glaub mir, ich bin jetzt kein Technikfreak, aber du wirst definitiv kein besseres zum Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Das haben wir jetzt getestet in München und das Ergebnis war wirklich der Hammer. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal durchklicken.